Dann kommen wir jetzt zu der Parallelschaltung von Widerständen. Wir haben hier eine Anordnung mit zwei parallel geschalteten Widerständen und wir wollen uns den Gesamtwiderstand praktisch zwischen diesen beiden Punkten hier anschauen. Und da kommt jetzt eben genau diese Knotenregel ins Spiel. Wir haben hier einen Knoten, über den wissen wir, dass der Strom, der hier insgesamt in diesen Knoten hineinfließt, sich aufteilt auf diese beiden Zweige. Ich habe das jetzt hier nicht so formuliert, dass rechts die Null steht, sondern ich habe die als rausfließend betrachtet und das habe ich als positiv und reinfließend betrachtet. Also um konsequent zu sein, müssten wir jetzt hier die Stromzählpfeile so dran zeichnen. Dann passt dazu genau diese Gleichung in der Form. Also ohne dass das jetzt angibt, eine Stromrichtung, sind das nur die Zählpfeile, die sozusagen zu den hier gewählten Vorzeichen passen. Dann wissen wir, dass an beiden Widerständen die gleiche Spannung anliegt, weil das Potential von diesem Punkt durch diese Drähte hier jeweils zu der oberen Seite und das Potential über die Drähte zu der unteren Seite geführt wird, so dass sowohl an der Spannungsquelle wie an beiden Widerständen die Spannung U anliegt. Hier habe ich jetzt auch nicht irgendwie mit so einer Masche argumentiert, dann hätte man noch hier und hier das Vorzeichen umgekehrt zählen müssen, sondern ich habe jetzt einfach die Zählrichtung, könnten wir auch noch mal betrachten, die Zählrichtung hier nach unten gezählt und hier auch nach unten gezählt, dann wäre das Vorzeichen ja für alle Spannungen gleich und ich kann einfach hier U durch R1 für I1 einsetzen. Das wäre jetzt im Verbraucherzählsystem dann auch korrekt gemacht. Ich kann für I2 U durch I2, für I2 kann ich U durch R2 einsetzen und dann bekäme ich, und wenn wir das auch noch konsequent machen wollen, könnte ich auch I gesamt hier in der Richtung verwenden. Dann sehen Sie, dann hätte ich hier das Erzeugerzählsystem für diese Spannungsquelle verwendet und I gesamt ist dann gleich U durch R gesamt. Aus der Knotenregel folgt, dass das hier addiert werden muss. Die Knotenregel sagt, dass das gleich I gesamt ist und das I gesamt kann ich dann auch hier, wenn ich diese zwei Anschlüsse von einem Gesamtwiderstand betrachte, als U durch R gesamt schreiben. Jetzt das Ergebnis ist, dass ich 1 durch R gesamt gleich 1 durch R1 plus 1 durch R2 habe. Also ich kann ja hier das U rausstreichen, dann bleiben die Einsen im Zähler stehen und ich habe das Ihnen bekannte Ergebnis hier für die Parallelschaltung von Widerständen letztlich im Wesentlichen aus der Knotenregel hergeleitet. Ganz wichtig, das machen alle falsch in den Klausuren, nee, nicht alle, aber ganz viele falsch. Die schreiben dann immer R gesamt ist gleich 1 durch R1 plus 1 durch R2. Und vergessen auf der Seite auch nochmal den Kehrwert hinzuschreiben. Aber es muss Ihnen bewusst werden und wenn Sie systematisch die Einheiten in den Rechnungen dazu schreiben, sehen Sie, dass hier 1 durch Ohm plus 1 durch Ohm irgendwas mit 1 durch Ohm rauskommt und 1 durch Ohm kann nicht die Einheit von dem Widerstand, Gesamtwiderstand sein, sondern da muss wieder Ohm rauskommen. Also dann spätestens dann fällt Ihnen auf, dass Sie da nochmal den Kehrwert auch verwenden müssen. Also nach der Addition muss man nochmal den Kehrwert bilden. Hatte ich bei den Kondensatoren auch schon erklärt.